Was geht All Elite Wrestling Universe und herzlich willkommen bei einem neuen Video hier auf Paraflow. Vergangene Nacht fand schon der zweite AEW Pay-Per-View Fighter Fest statt. Das nehme ich mal zum Anlass, meine Top 10 der wertvollsten Wrestler der AEW euch wiederzugeben. Das spiegelt natürlich wieder nur meine Meinung wider, welche nicht unbedingt mit eurer übereinstimmen muss. Deswegen postet doch mal eure Top 10 der Wrestler in die Kommentare, die eurer Meinung nach die wertvollsten für die AEW sind. Los geht's aber mit meiner Top 10. Viel Spaß! Platz 10. Pac. Pac, auch bekannt als Neville, belegt hier nur den 10. Platz. Eigentlich ist ein Ex-WWEler eine tolle Verpflichtung, wenn es darum geht, enttäuschte WWE-Fans zu Fans der eigenen Liga zu machen. Blöd nur, dass Pac noch bei anderen Ligen antritt, die Auftritte und geplante Matchausgänge bei der AEW einfach unmöglich machen. Deswegen hier nur Platz 10. Platz 9. Angelico. Seine spektakulären Aktionen bei Lucha Underground machten ihn der breiten Masse der Wrestling-Fans weltweit bekannt. Der 32-jährige Südafrikaner feierte zwar erst 2007 sein Pro-Wrestling-Debüt, aber Experten sind sich sicher, dass ihm noch eine große Karriere bevorsteht. Sein Talent, gepaart mit seinem athletischen Können und der gewissen Prise Risikobereitschaft, genau das hat noch in der AEW gefehlt. Angelico könnte somit einer der Top-Leute von All Elite Wrestling werden, wenn es darum geht, Cruiserweight-Action im Ring zu zeigen. Platz 8. Adam Page. Die Reaktionen der Fans bei seinem Surprise-Auftritt bei der Casino Battle Royale bei Double or Nothing zeigte, wie beliebt eigentlich Adam Page bei den Wrestling-Fans ist. Das sehen wahrscheinlich auch die AEW-Offiziellen so, anders kann ich es mir nicht erklären, warum der Gute ursprünglich in das Match gegen Pac gesteckt wurde. Der 27-Jährige bringt junges, frisches Talent in die Promotion und hat zudem noch großes Potenzial, einer der Top-Wrestler der Welt zu werden. Platz 7. Pentagon Jr. Pentagon Jr. könnte für die AEW das werden, was Rey Mysterio für die WWE war. Das Zugpferd für den mexikanischen Markt. Lucha Underground, aber auch Impact Wrestling machten ihn unter Wrestling-Fans bekannt. Aber nicht nur dort trat er an, weltweit kann Pentagon Jr. Matches bzw. Bookings vorweisen. Mehrfacher Tag Team Champion in den verschiedensten Ligen ist nur ein kleiner Auszug bei den Erfolgen, die er so erreichen konnte. Er könnte mit Phoenix eines der Gesichter der AEW Tag Team Division werden. Platz 6. Dustin Rhodes. Goldust aka Dustin Rhodes war eines der WWF-Gesichter während der Attitude-Ära. Dieser bizarre Charakter prägte diese Ära einfach wie wenige andere. So schmerzt es in der WWE bestimmt, ihn nun bei der größten Konkurrenz zu sehen. Dustin ist einfach ein Urgestein des Wrestling-Business, hat viel Erfahrung und kann ebenfalls wie andere auf dieser Liste dafür sorgen, dass einige frustrierte WWE-Wrestler, aber auch Fans zu AEW wechseln. Platz 5. Christopher Daniels. Christopher Daniels konnte ich ja bei GWF Grand Slam Wrestling in Berlin treffen, der Vlog dazu blinkt gerade als Infokarte auf. In meinem Gespräch, das leider nicht auf Tape war, merkte ich erst, wie professionell eigentlich dieser Mann ist. Daniels weiß durch seine 26-jährige Erfahrung als Pro-Wrestler weltweit durchaus, wie das Wrestling-Geschäft funktioniert. So ist es auch nicht verwunderlich, dass Daniels auch die Position des Head of Talent Relations bei der AEW einnimmt. Platz 4. Jon Moxley aka Dean Ambrose. Wohl einer der größten Coups, den die AEW in der letzten Zeit landen konnte. Es ist noch gar nicht so lange her, da war Moxley noch als Dean Ambrose einer der Gesichter des noch Marktführers World Wrestling Entertainment. Dieser Fakt und die dadurch resultierende Beliebtheit bzw. Bekanntheit locken mit Sicherheit den einen oder anderen enttäuschten WWE-Fan zu AEW. Moxleys extrem gutes Standing kommt nicht von ungefähr. Obwohl es Moxley in den letzten WWE-Monaten nie so zeigen durfte, ist er durchaus ein Genie am Mic. Seine In-Ring-Fähigkeiten sollte man aber auch nicht außer Acht lassen. Platz 3. Kenny Omega. Wenn man Kenny Omega als einen der größten Stars in der Indie-Szene bezeichnet, untertreibt man nicht. Die WWE wollte ihn unbedingt haben, er entschied sich aber für All Elite Wrestling.
Das hat durchaus seine Gründe. Von vielen wird Omega als einer der besten Wrestler der Welt bezeichnet und ist nicht nur dadurch bei den Fans sehr beliebt und geschätzt. Auch Omega nimmt mittlerweile eine Führungsposition bei All Elite Wrestling ein und ist ebenfalls Executive Vice President. Platz 2, Chris Jericho. Als bekannt wurde, dass Chris Jericho nun Teil von All Elite Wrestling ist, stand die Wrestling-Welt Kopf, da mit der AEW-Verpflichtung von Jericho ihm ein ganz, ganz dicker Fisch ins Netz gegangen ist. Nicht nur, dass Jericho mit seinen fast 30 Jahren in Ringerfahrung sein Wissen super in die neue Promotion einbringen kann, so ist er dadurch auch ein bekannter und gefeierter Superstar. Was man auch nicht vergessen darf, ist, dass er durch seine jahrzehntelange Wrestling-Karriere auch viele Personen aus dem Pro-Wrestling-Business kennt, befreundet ist und weiß, wer für die Liga geeignet ist. Freundschaften, die sich über die Jahre entwickelt haben, helfen bestimmt auch, den einen oder anderen Wrestler zu überzeugen, seine Signatur unter den AEW-Vertrag zu setzen. Platz 1: Cody Rhodes, Brandi Rhodes und die Young Bucks. Auf Platz 1 konnte ich mich nicht ganz entscheiden, wer nun der wertvollste Wrestler für die AEW ist. Sowohl Cody als auch Brandi Rhodes und die Young Bucks waren maßgeblich bei der Gründung von All Elite Wrestling beteiligt und nehmen aktuell führende Positionen ein. Cody und die Young Bucks nehmen hier wie Kenny Omega die Rolle der Executive Vice Presidents ein. Brandi dagegen ist Chief Branding Officer der AEW und ist zudem auch für die AEW Women's Division verantwortlich. Ich habe während meiner Recherche auch keine Belege gefunden, wer jetzt hier wirklich der Hauptverantwortliche war. Deswegen setze ich hier alle vier Personen gleich und sage, dass diese vier Personen die wertvollsten Wrestler der AEW sind, da es ohne sie die AEW wahrscheinlich nicht geben würde. Das waren nun meine Top 10 der wertvollsten Wrestler der AEW. Wie schon am Anfang erwähnt, möchte ich gerne mal wissen, wie es bei euch ausschaut. Schreibt deswegen mal eure Top 10 in die Kommentare, gebt auch ein Like, wenn es euch gefallen hat und lasst ruhig ein kostenloses Abo da. Dann wünsche ich noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht und habt noch eine schöne Zeit hier auf diesem Kanal und ciao.